herzlich willkommen zu einem neuen Schreibtisch-Vlog und zwar für den Monat Oktober. Traditionell fange ich die Schreibtisch-Vlogs ja eigentlich immer damit an, dass ich euch Sachen zeige, die ich neu bestellt habe oder die in dem Monat bei mir eingetroffen sind. Das ist jetzt momentan ein bisschen schwierig, weil ich aktuell einen Adventskalender für einen Planner-Buddy vorbereite und ich euch deswegen die Sachen nicht zeigen kann, die ich mir bestellt habe. Also ich habe die immer fast immer doppelt bestellt. Und wenn ich euch jetzt zeige, was ich mir bestellt habe, sieht der Planner-Buddy, der hier auch zuguckt, viele Grüße, was sie bekommt. Und deswegen kann ich euch nicht so viel zeigen. Aber was ich euch zeigen kann, sind meine Kalendereinlagen für 2025, die ich mir bestellt habe. Ich hätte gern die original Filofax Kalendereinlagen genommen, aber wie sich ja jetzt mittlerweile rumgesprochen hat, haben die diesen komischen QR-Code irgendwie auf den Seiten, was total hässlich aussieht und ich würde diese Funktion eh nicht nutzen. Deswegen habe ich überlegt, welche ich dann stattdessen nehme. Und Old but Gold, ich habe mich zurückerinnert an die Anfangszeiten, an die guten alten Zeiten des Filofaxing. Und ich habe, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere dran, ich habe die Elfenbeinmädchen Kalendereinlagen bestellt. Elfenbeinmädchen, die liebe Franzi, hat eine Zeit lang sehr viele oder sehr schöne und sehr viele Videos gemacht zum Thema Planen. Jetzt ist sie schon länger nicht mehr aktiv, aber ihren Kanal, also ihren YouTube-Kanal gibt es noch. Und sie hat damals Kalendereinlagen entworfen, die vielen in der Community sehr gefallen haben. Irgendwie sind hier lauter so Krümel drin. Und tatsächlich kann man die immer noch bestellen. Nicht bei Franzi oder so, Franzi hat keinen Shop, aber bei Kreativzwerg. Und Kreativzwerg war damals, wird auch vielen noch etwas sagen, keine Ahnung, was da für Krümel drin sind. Kreativzwerg war damals so zu den Anfangszeiten ja fast eine der wenigen, die Kalendereinlagen verkauft hat. Und den Shop gibt es immer noch. Und ich habe mich daran zurückerinnert und habe mir dort Kalendereinlagen bestellt. Mit dabei ist hier diese Jahresübersicht. Das ist so ein bisschen festerer Karton. Also was heißt Karton, ist es eigentlich nicht. So ein bisschen festeres Papier, finde ich sehr cool. Die waren als Goodie mit dabei. Einmal für 2025, einmal für 2026. Und das können wir gleich mal einheften. Ich möchte ab Januar gerne den Stone benutzen, weil ich finde, dass der einfach perfekt zum Winter passt. Und ich habe hier schon so eine Jahresübersicht drin für 2024 und 2025. Ich muss jetzt mal gucken. Eigentlich fand ich, dass dieses Hellblau hier ganz gut gematcht hat. Aber ja, mal gucken, ob ich das dann drin lasse. Oder dann nur das von Kreativzwerg. Mal sehen. Ja, und dann hatte sie mir noch Goodies mit beigelegt. Einmal hier Washi-Samples mit so Wildtieren. Finde ich ganz cool, wenn wir mal in den Zoo gehen. Kann man die ganz gut benutzen. Und hier so eine Herbstkarte mit diesem schlafenden Elch, auch ganz süß. Genau, aber worum es natürlich eigentlich ging, sind diese Kalendereinlagen. Und wir machen mal auf. Ja, Kreativzwerg hat ganz, ganz viele Kalendereinlagen. Auch Träume brauchen einen Plan, finde ich, ist ein ganz süßer Spruch eigentlich. Wir heften die mal ein und dann, wer sich nicht mehr dran erinnert, an die Kalendereinlagen von Franzi. Dem zeige ich sie mal ganz kurz. Also es fängt hier am 1. Januar an. Das ist offensichtlich ein Mittwoch diesmal. Und
Ja, die sind relativ schlicht. Hier ist ein Notizfeld und ansonsten, ich mag die Zahlen sehr gerne. Ansonsten sind das so ganz normale, sag ich mal, Wocheneinlagen, Kalendereinlagen mit einer Woche auf zwei Seiten und hier einem Notizfeld. Und ich finde sie relativ schlicht. Ich mag diese Zahlen sehr gerne, also diese Schriftart. Und ja, finde die eigentlich ganz cool soweit. Ja, wie gesagt, ich finde die Original-Filofax-Einlagen, gerade diese Minimalist, finde ich auch sehr, sehr cool. Ich hätte die auch gerne benutzt, aber halt nicht mit diesem QR-Code. Und deswegen war das jetzt eine gute Alternative. Ich hatte auch noch bei zwei, drei anderen Shops vorbeigeguckt, aber ich habe mich dann letztendlich einfach für die hier entschieden. So ein bisschen auch der guten alten Zeiten willen. Und ja, genau. Also das sind meine Kalendereinlagen für 2025, die hier schon mal drin sein dürfen. Und den werde ich dann im Dezember noch ja, mit einem Dashboard oder so versehen, ein bisschen einrichten. Ich habe eine tolle, das ist jetzt die Überleitung, ich habe eine tolle Happy Mail bekommen, die kann ich euch mal zeigen. Also ein paar Sachen kann ich euch zeigen, die jetzt nicht in diesen Adventskalender kommen. Und Happy Mails natürlich sowieso. Und ich habe diese Happy Mail von der lieben Anne bekommen, Planerbeere. Also vielen Dank, liebe Anne, dass du mich so reichlich beschenkst. Ich mache die hier mal auf. Ich habe schon mal reingespitzt und habe da etwas gesehen, wo ich ihr vorher gesagt hatte, dass mir die gefallen würde. Moment, ich nehme mir ganz kurz mal den Brief raus und lese den. Ach, voll süß. Voll süß mit diesem Fuchs. Ich decke das mal so ein bisschen ab, dann könnt ihr diesen Fuchs sehen. Oh, süß. Und ja, da hat Anne mir ein paar Samples mit beigelegt, die sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das ist ein London Gifties Tape. Ich meine, sie hat da letztens mal bei einem Unboxing dieses Tape gezeigt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, dass ich momentan bei London Gifties mich nicht so gut auskenne. Das ist nämlich sogar so ein Kisscut-Tape, das also schon so vorgestanzt ist. Finde ich sehr, sehr hübsch. Sehr tolle Farben, muss ich sagen. Weiß jetzt gar nicht, ob das. Nein, das ist nicht. Das gehört, glaube ich, nicht zusammen, weil das hier ist Kisscut und das hier ist ohne. Also das muss man ausschneiden. Aber ich finde die sehr hübsch. Die passen farblich super gut zusammen und sind so ein bisschen in so beige Naturtönen. Und dann hat sie mir hier noch Sticker mit beigelegt, von denen sie geschrieben hat, dass sie die selbst ausgedruckt hat. Die sind voll cool. Oh, die sind voll süß. Und Anne hat offensichtlich echt einen guten Drucker, weil ich finde die Farben total schön und satt und der Druck ist total deutlich, also viel, viel besser als mein eigener Drucker. Ich bin da immer wieder happy, wenn ich sowas bekomme, weil, wie gesagt, mein Drucker ist also bei weitem nicht so gut und die sind ja mega süß, auch mit diesem Hasen hier, voll süß. Oh ja, da werde ich demnächst auf jeden Fall mal damit eine Wochendeko machen. Dann hat sie mir hier so Kreissticker von Nettle and Twig mit beigelegt, auch voll süß. Hier nochmal von ihr selbst kreierte Sticker, also ausgedruckte Sticker. Das ist ja mal, also diese Dateien, die sind ja mal mega süß. Total goldig. Okay, also meine nächste Herbstdeko wird auf jeden Fall mit deinen Stickern gemacht, liebe Anne. Die sind mega, die sind wirklich voll süß. Voll goldig. Gefällt mir total gut.
Kann ich gut verstehen, dass du dir diese Dateien gekauft hast. Wie gesagt, wäre mein Drucker besser, würde ich mir auch viel öfter irgendwelche Dateien kaufen. Aber so richtig zufrieden bin ich da einfach nicht mit dem Ergebnis. Ja, und das ist jetzt hier die Postkarte. Die hat hinten keinen Aufdruck. Also nicht so dieses übliche mit den Zeilen und dieser Briefmarke und so, sondern einfach hier nur die Postkarte. Und ich finde halt, dass die eigentlich hier sehr gut reinpassen würde. I need my morning coffee. Und vielleicht wird ja das mein Dashboard. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Also vielen Dank für diese tolle, kleine, süße Happy Mail, liebe Anne. Freue mich wirklich riesig drüber. Und die Sachen, also vor allem jetzt hier deine eigenen Sticker, die lasse ich gleich mal hier. Die packe ich jetzt hier wieder in diesen Umschlag rein. Aber die lasse ich gleich mal hier. Steck mir die hier in meine Toyo Steelbox, die hier vor mir steht. Und ich werde mir die hier so offen reinstecken, damit ich die auch ja nicht vergesse, damit ich die jetzt dann bei der nächsten Deko benutzen kann. Voll cool. So, dann packe ich das hier mal weg. So, dann kann ich euch aber auf jeden Fall noch eine Happy Mail zeigen, die ich von der lieben Maria bekommen habe jetzt im Oktober. Und da habe ich auch erstmal nur so ein bisschen reingespitzt. Ja, weil Maria auch immer so ganz tolle Tapes hat, die ich auch gerne mit euch teilen möchte. Ich kenne die oft gar nicht und ja, ihr vielleicht ja auch nicht. Also das hier sieht ganz stark nach Dodo Lulu aus. So ein bisschen Frühlingsfarben finde ich, aber voll süß. Ich mag ja Dodo Lulu sehr, sehr gerne. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein neues Tape ist, aber ich muss mal gucken, schreibt sie hier irgendetwas? Ja, neue Tapes, schreibt sie. Natürlich die Frage, ob sie jetzt einfach neu bei ihr eingezogen sind oder ob die generell neu rausgekommen sind, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber voll schön auf jeden Fall. So, ich rolle das mal ganz kurz hier wieder auf. So. Dann das hier ein bisschen drüber. Hier sind auch Samples drin. Sie hat mir auch aufgeschrieben, was das alles für Tapes sind. Ich hoffe, ich kann es zuordnen. Oh, das ist auch süß. Aber da bin ich jetzt tatsächlich schon überfragt. Da bin ich jetzt tatsächlich schon überfragt, was das für eine Marke sein könnte. Vielleicht, also sie schreibt, es ist auf alle Fälle ein TU-Tape dabei, ein Mio Illustration, ein Ivy Snow, ein Dodo Lulu, das haben wir ja gerade schon gesehen, ein Pion und ein La Dolce Vita. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Pion-Tape ist hier. Ah, das ist auch total cool. Gefällt mir auch sehr, sehr gut von den Illustrationen her. Auch so ein bisschen frühlingshaft. Aber so Alltagsmotive auch. Sehr cool. Und jetzt kriege ich das hier nicht mehr richtig aufgewickelt. Aber ich tippe mal ganz stark auf Pion, weil hier diese Kleckse. Die sind auch bei diesem Vogel Bird Island Tape von Pion, was ich habe. Deswegen würde ich mal tippen, das ist Pion. So, schauen wir mal weiter. Ist das jetzt das gleiche oder? Na, das hätte ich jetzt gesagt, ist dann auch Pion. Ist auch schön. Voll cool, auch so frühlingshaft.
Ja, also ich glaube schon, dass das Pion ist. Sehr, sehr cool. Freue ich mich ja direkt schon wieder auf den Frühling. Also ich freue mich generell immer auf den Frühling, weil ich nicht so der Wintertyp bin. Herbst ist noch okay. Also Herbst mag ich sehr gern, wobei aktuell das Herbstwetter eher so nass, kalt und grau und neblig ist. Ihr habt es ja im Intro gesehen. Das ist nicht unbedingt das Herbstwetter, wie ich es mir wünsche, sondern eher so das schmuddelige Herbstwetter. Auch nicht so meins. Und wofür ist da der Anfang? Aber man muss es ja nehmen, wie es kommt. Ah, das ist jetzt wieder Dodo Lulu, ganz eindeutig erkennbar. Auch cool. Vielen, vielen Dank, liebe Maria, dass du so großzügig deine Tapes mit mir teilst. Das finde ich total lieb von dir. Ich habe in der letzten Zeit, muss ich sagen, gar keine neuen Tapes bestellt, bis auf zwei, glaube ich, ein oder zwei. Aber wie gesagt, die kann ich euch leider nicht zeigen, weil die in den Adventskalender wandern. Aber ihr bekommt die bestimmt irgendwann dann zu Gesicht. So, das ist so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Vielleicht hier. Und ich glaube, Maria hat die Bibertütchen recycelt. Finde ich cool. Weil so kann man die noch mal wiederverwenden. So, jetzt schauen wir mal, was das hier ist. Das ein bisschen weg. Oh, das ist ein KissCut. Also hier schon so ein ausgeschnittenes Tape. Oh, das kann ich auch wieder gar nicht zuordnen. Aber das könnte jetzt das TU-Tape sein. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube ja. Also ich glaube, das ist das TU-Tape, von dem sie geschrieben hat. Sie hat jetzt nicht geschrieben, wo sie die genau bestellt hatte. Deswegen kann ich da keinen Tipp an euch weitergeben, aber im Zweifelsfall einfach mal bei Café Analog oder Misopaper gucken. Die haben ja eigentlich da schon eine sehr große Auswahl an diesen Tapes oder an diesen Marken. Oh, da gibt es Sushi, sehr cool. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder TU ist. Oh, das ist auch schön. Da geht es so ein bisschen um Lebensmittel, Essen und Einkaufen in diesem Tape. Da fängt es wieder von vorne an. Finde ich cool. Hier auch mit dem Einkaufsnetz und den Möhren. Und das mag ich sehr. Ich klebe solche Sachen gerne ein. Ich hatte bisher so, was das Thema Küche, Einkaufen und so betrifft, immer nur das Wandle-Tape zur Verfügung. Aber das ist, finde ich, ganz cool, dass es da jetzt auch noch eins gibt. Gerade das mit dem Sushi werde ich wahrscheinlich oft benutzen. Wir essen relativ häufig Sushi. Finde, das ist immer eine gute Alternative, wenn man nicht selbst kochen will und sich trotzdem einigermaßen, ja, was Gesundes, Schnelles, Gesundes haben möchte. Und boah, ist das auch TU? Könnte auch Ivy Snow sein. Oh, das ist auch cool hier mit dem Buch. Hier, wo sie reinguckt und innen dann wie so eine Bibliothek ist. Oder wo sie hier in das Buch reingeht. Mega cool. Also hier dreht sich alles ums Thema Lesen. Mega.
voll schön. Da fängt es wieder von vorne an. Das finde ich auch super, super schön, dieses Tape. Ja, kann ich jetzt nur raten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch TU ist. Oder doch Ivy Snow. Ich weiß es nicht. Schwierig. Also manche Tapes, finde ich, erkennt man sofort, von welcher Marke die sind, weil das so charakteristisch ist. Und bei manchen ist es schwierig. So, wir schauen in diese Tüte und da sind auch noch mal so viele Tapes drin. Oh Maria. Wow. Das ist ja so viel. Okay, also das können diese Blumentapes, glaube ich, könnten Miau Illustration sein. Könnte ich mir vorstellen. Ups, jetzt habe ich das hier hinten so hingeklebt. So, ist auch voll schön. Das ist mega toll. Also das tippe ich jetzt mal, ist Miau Illustrations auf jeden Fall. Das La Dolce Vita habe ich auch schon gesehen. Das ist das hier. Das ist, glaube ich, das mit den das relativ neue Reisetape. Genau, da geht es so zum Thema Travel. Das kennt ihr bestimmt schon. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. La Dolce Vita hat jetzt wieder ziemlich viele neue Sachen rausgebracht, unter anderem einen Abreißkalender, also ist es ein Abreißkalender? Ich weiß es gar nicht, so einen kleinen täglichen Kalender. Ich sage jetzt einfach mal, es ist ein Abreißkalender. Und so, ja, so ein Kalender mit so Ringen zum Umklappen. Also richtig cool. Und ja. War ich richtig geflasht, wie ich das gesehen habe. Sind Hortensien. Und ich würde mal behaupten, dass das auch Miau Illustrations ist. Auch mega cool. Ich bin mit meinen Hortensien nicht so ganz glücklich. Also, ach, die werden immer nicht so hundertprozentig. Ich glaube, ich muss da mal nächstes Jahr ein bisschen mit Hortensiendünger nachhelfen. Aber irgendwie glaube ich, fehlt denen irgendwas. Die brauchen ja eher so einen sauren Boden. Und ja, die wachsen nicht so gut. Ja, und außerdem haben die Schnecken die Hortensien auch für sich entdeckt gehabt in diesem Jahr. Das war ein bisschen bitter. Okay, also zurück zu den Tapes. Wo ist da der Anfang? Irgendwie habe ich jetzt hier. Da ist er. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd aufgerissen. So. Ah, oh, das ist auch süß. Voll schön mit diesen Vögeln. Halte ich das falsch rum? Nee, oder? Doch. Ich glaube, es gehört so rum. Voll schön auch. Oh, gefällt mir. Kann ich jetzt auch ganz schlecht zuordnen, was das für eine Marke ist, ehrlich gesagt. Aber es ist auch voll schön. Und habe ich auch noch nicht.
Das sind so Schleifen. Und ich würde mal sagen, das ist das gleiche Tape, nur mit als Washi. Und das andere war PET. Deswegen mache ich das jetzt gar nicht so weit auf. Ich denke, das ist das gleiche. Auch voll cool. Und schauen wir das noch an. Auch voll schön. Aber ich kann jetzt nicht sagen, welche Marke das ist. Vielleicht auch Miao Illustrations. Ich rate einfach. Ja gut, sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Also wirklich jetzt, eigentlich müsste jetzt der Frühling kommen, damit ich diese Tapes alle benutzen kann. Aber da muss ich noch ein bisschen warten. Schauen wir hier mal noch rein. Hat sie mir hier noch reingelegt? Oh, voll schön. Das könnte Ivy Snow sein, oder? Ach, voll cool. Das ist zu dem Tape, was ich habe. Oder ist das Wandle? Sind das so kleine Notizzettelchen? Voll cool, voll schön. Jetzt zwei. Alles verschiedene. Ja, habe ich gar nicht mitbekommen, dass es so kleine Notizzettelchen gibt, aber die finde ich mega. Voll cool. Dann, die waren da drin, ne? Ich glaube, ich stecke das jetzt hier erstmal wieder rein und dann muss ich das nachher irgendwie aufräumen, alles. Und dann haben wir noch hier ein Tütchen mit Briefmarken, mit diesem Briefmarkentape. Das finde ich auch sehr cool. Das könnte auch Ivy Snow sein. Ich glaube, das ist auch Ivy Snow, genau. Doch, ich bin mir eigentlich sicher, dass das ein Ivy Snow Tape ist. Ja, voll schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Maria. Ich freue mich sehr darüber. So, dann war es das jetzt erstmal mit diesem Schnipsel. Ach nee, eins wollte ich euch noch zeigen. Und zwar kam meine kleine Mini-Bestellung an von Frau Bieber. Ich hatte noch mal bei Frau Bieber bestellt. Und zwar ein paar Herbstsachen. Und die will ich euch jetzt nicht vorenthalten, auch wenn ihr wahrscheinlich in verschiedenen Videos die Herbstsachen schon gesehen habt. Will ich euch die aber jetzt trotzdem zeigen, weil ich finde die einfach wunderschön. Und außerdem haben wir ja jetzt Oktober, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ich wollte es glaube ich Anfang November erst hochladen wegen der Deko Together. Aber ja, im Oktober Herbstsachen finde ich passt sehr gut. Ich habe mir zum einen dieses Halloween-Set bestellt, weil ich das voll cool finde. Das ist mal was ganz anderes und ich mag diese künstlerischen Zeichnungen total gerne und ich habe mir gedacht, dass ich da auf jeden Fall, ich glaube, das sind Sticker, ja, das müssten Sticker sein, dass ich auf jeden Fall meine Halloween-Deko damit mache oder zumindest mit einem Teil davon. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle benutze, aber ich finde die total cool. Also war ich richtig begeistert, als ich die gesehen habe, weil die einfach so mal was ganz anderes sind. Die finde ich echt mega besonders und ich mag dieses künstlerisch morbide total. Also finde ich richtig cool, feiere ich total. Und ja, das war hier so ein Set. Und das, ja.
werde ich auf jeden Fall in der Halloween-Deko verbasteln. Da freue ich mich schon drauf, weil es mal was anders ist. Und dann habe ich mir noch bestellt ein paar so ja, Herbstsets einfach. Einmal das hier. Und einmal das hier. Das hier war als Goodie dabei. Dieses Set habe ich leider nicht mehr bekommen. Das war ausverkauft. Und ja, da hatte sie, ich habe Anni angeschrieben, wann das Set wieder reinkommt, ob ich mit der Bestellung oder ob ich da irgendwie drauf warten kann. Und dann hat sie anscheinend noch eins. Ich glaube, das ist Set besteht aus zwei Teilen oder so. Und das hatte sie dann wohl noch und hat mir das freundlicherweise mitgeschickt. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Probedruck irgendwie gewesen oder so. Vielen, vielen Dank, Anni. Finde ich voll super, dass du das noch für mich gefunden hast, weil ich finde dieses Set einfach mega. Ich glaube, das gefällt mir von allen Herbstsachen echt mit am besten. Dann habe ich mir das hier noch mitbestellt. Dann natürlich, ich gehe ja gerne in die Berge. Ich gehe gar nicht raus. Dieses Set mit den Bergen und ja, diesem Herbstwald. Dann Pilze, weil Pilze kann man immer gebrauchen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und dann natürlich nochmal ein Halloween-Set. Das fand ich auch ziemlich cool und das passt auch, finde ich, so gut ja, zu diesem Set. Das ist das hier mit diesen morbiden Puppen. Und wie gesagt, also das hier wird auf jeden Fall in meine Halloween-Deko reinkommen. Und ansonsten muss ich mal gucken. Ich habe, glaube ich, momentan ziemliches Chaos in meinem Biberordner, weil ich da einfach immer nur alles rein. Hier hinten seht ihr. Einfach alles hier so rein, weil ich hier keine Hüllen mehr habe. Keine leeren. Oh doch, hier habe ich sogar noch welche. Ja gut, dann war ich einfach zu faul zum Einsortieren. Das muss ich jetzt wirklich mal angehen. Da habe ich von den Kleinen auf jeden Fall noch genügend übrig. Und ja, ich habe halt hier einfach immer alles so reingelegt. Shame on me. Das sind noch so kleine. Da waren doch jetzt gerade noch. Ach, hier. Hier sind noch welche frei. So, dann machen wir doch jetzt gleich mal die hier mit rein. So. Einmal die Pilze und machen wir auf der Rückseite gleich diese Herbstlandschaften. Und die können wir hier auch mit reinpacken. So. Und ja, diese Sets muss ich dann auch mal einpacken, einsortieren. Bei Gelegenheit. Das hier mache ich jetzt einfach mal ganz vorne mit rein, weil genau, Halloween is coming und da können wir auf jeden Fall auch ein bisschen, da war doch gerade so Farn mit dabei, genau, so ein Farn-Set passt doch auch gut dazu. Ich freue mich auf die Halloween-Deko. Ich weiß, nicht jeder steht so auf Halloween, aber ja, man, es ist ja nur einmal im Jahr, dass man so ein bisschen so
bisschen was Gruseliges dekorieren kann. Ich finde, sonst passt das irgendwie nie und ich freue mich da drauf. Vielleicht machen wir das sogar noch in diesem Schreibtisch-Vlog, weil als nächstes kommen ja die Deko-Together-Videos und die sind erst, also die gehen den ganzen Oktober und erst Ende Oktober sind die zu Ende, die Deko-Together-Videos. Und dann würde ja eigentlich die Halloween-Deko vielleicht ganz gut in diesen Schreibtisch-Vlog noch mit reinpassen. Das überlege ich mir mal noch. Aber das war es jetzt erstmal mit diesem Schnipsel. Tschüss. Und ich habe jetzt einfach total Lust, diese Halloween-Deko zu machen. Und dann können wir anschließend noch ein Paket auspacken. Ich habe in dem Shop Planner Live bei Moose oder Moose bestellt. Das ist ein deutscher Shop und den gibt es bei Etsy. Den Shop gibt es noch nicht allzu lange. Die liebe Marina, ja, hat viele PET-Tapes in ihrem Shop. Und auch so ein bisschen außergewöhnliche, zum Beispiel von der Serie Bridgerton, habe ich gesehen. Und ja, ich habe mir da was bestellt. Das packen wir dann aus. Aber zuerst, ja, habe ich mir gedacht, könnten wir ja jetzt die Wochendeko machen, weil ich brenne da schon total drauf. Ich habe euch ja gesagt, dass ich gerne die Sachen von der lieben Annie verwenden möchte. Also speziell hier diese Sticker, die ich mir hier bestellt habe, weil ich die eigentlich ziemlich cool finde. Muss ich mal schauen. Hier gibt es ja verschiedene Motive. Ich musste jetzt ein bisschen das künstliche Licht anmachen, weil es einfach total. Ja, heute haben wir draußen Nieselregen, also richtig tolles Wetter. Und ich glaube aber. Also die hier finde ich zwar auch ziemlich cool, aber die sind schon ziemlich groß hier, weil dieser Geist halt schon auch toll ist. Ich muss mal schauen. Ich muss mal gleich mal gucken, was ich benutze. Also ich möchte, es passt jetzt nicht vom Stil her so richtig gut dazu, aber ich habe ja diesen neuen Stempel von der lieben Astrid, den habe ich mir bestellt. Sie hat ja diese Bärenstempel rausgebracht. Ich habe mir drei davon bestellt. Einen kann ich euch nicht zeigen, den verschenke ich, aber den habe ich für mich bestellt und den möchte ich unbedingt benutzen, auch wenn der jetzt hier zu diesem ganzen Gruseligen. Weil ich habe ja die hier auch noch nicht so richtig passt, aber ist mir egal, die passen eigentlich auch nicht so wirklich mit dazu. Ich weiß aber auch noch nie, ob ich die benutze. Die sind mir jetzt nur irgendwie in die Hände gefallen. Und ja, eigentlich passt das hier auch ganz gut zu dem Thema Allerheiligen, finde ich. Da ist ja meistens, also bei uns ist an Allerheiligen meistens schlechtes Wetter und man geht dann da so zum Friedhof mit dem Regenschirm und irgendwie fände ich das ja schon auch ganz passend. Dann ist ja hier Halloween. Da könnte ich auf alle Fälle diese Bären hier so herstempeln oder ja, würde, finde ich, ganz gut passen. Und also da sind, also nächste Woche sind bei uns Herbstferien. Wir haben ja nur eine Woche Herbstferien. Leider, ich finde es ein bisschen schade, weil das immer auch erst Ende Oktober ist und da eigentlich schon immer schlechtes Wetter ist. Deswegen finde ich diese Herbstferien so ein bisschen blöd platziert. Aber das ist halt dem geschuldet, dass wir auch die letzten sind, die Sommerferien haben. Leider sehr blöd gemacht alles, aber ja, liegt ja nicht in meinem Einfluss. Deswegen, ja, aber das ist alles fast zu viel
Zumal ich ja auch eigentlich noch so ein bisschen Fahren benutzen wollte. Dieser Geist ist eigentlich schon auch cool, muss ich sagen, aber es ist alles ein bisschen viel. Vielleicht mache ich doch den weg und hier diese Bären hin. Und da dann irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde diesen Geist halt echt cool, aber der ist schon sehr, sehr groß, einfach vom Motiv her. Aber vielleicht mache ich es auch so. Also, ja, ich arbeite ganz normal nächste Woche. Ich habe nur am Donnerstag und Freitag frei. Also Freitag ist bei uns ja Feiertag, Allerheiligen. Und Donnerstag habe ich mir freigenommen, weil ja Herbstferien sind. Da mein Großer aber sein erstes Praktikum macht im Bereich Informatik, arbeite ich da und werde ihn dann immer mit dem Auto mitnehmen. Also ich werde nächste Woche auch ins Büro fahren und ja, kann dann eigentlich das auch zukleben, wobei ich ja nur bis Mittag arbeite und ja. Aber vielleicht mache ich das jetzt einfach so. Dass ich das. Aber es ist ein bisschen viel, glaube ich. Also ich tue die hier schon mal weg. Weil ich hätte halt gern auch noch von diesen Puppen was benutzt. Und ein bisschen Farn. Und da wird das alles schon ein bisschen viel. Also ich glaube, ich mache doch das hier so her und ich habe mir das jetzt irgendwie leichter vorgestellt, muss ich sagen. Ich könnte das hier auch auseinanderschneiden. Ich glaube, das mache ich. Dann kann ich das hier so ein bisschen teilen. Das passt ja eigentlich auch gut zu Allerheiligen. Könnte ich auch so machen und dann halt hier diesen Baum noch so her. Ich glaube, so mache ich das. Ja, so klebe ich das jetzt einfach mal auf. Mal schauen, ob die hier irgendwie. Ich wollte da jetzt auch nicht so ein Riesending aus dieser Halloween-Deko machen, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall mal hier diese Stempelunterlage, damit ich dann hier diese Halloween-Kinder herstempeln kann. Und gibt es nicht auch ein Biber-Set, wo eine Spinne mit dabei ist? Das ist aber, glaube ich, nicht das hier. Ah, der ist super geworden. Den wollte ich dann auch eventuell auch ausmalen. Mal schauen. Aber erstmal lassen wir das trocknen. Und kleben jetzt mal das noch auf. Ich kann die irgendwie nicht so gut ablösen. Die anderen waren immer irgendwie so, aber die sind hier nicht hinten geteilt. Das fand ich immer recht praktisch. So, also dann
kleben wir das jetzt hier hin. Was habe ich denn hier kleben? Das kommt hierher. Ich glaube, das mache ich hier so ein bisschen hier so rüber. Ja, das war jetzt wieder. So. Okay, das ist jetzt schief. Egal. So, und dann hatte ich mir nämlich gedacht, nehme ich hier so einen Faden und klebe hier irgendwie noch so einen Faden so her. Einmal hier und einmal vielleicht so. Und dann wollte ich ja noch diese Puppen irgendwie unterbringen. Einmal hier diese machen wir hierher und diese zwei hierher. Und dann auf jeden Fall noch mal so einen Faden, vielleicht den hier, könnte ich mir jetzt hier noch so ganz gut herstellen. Und dann glaube ich, mache ich hier noch so eine her, vielleicht die hier. So, jetzt haben wir hier ein bisschen viel Orange. Ja, sieht doch jetzt eigentlich schon ganz cool aus. Genau, ich wollte jetzt mal gucken, ob ich diese Spinne finde. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Set die ist. Aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es ein Set mit einer Spinne gab. Ich weiß aber nicht, ob ich das Set überhaupt habe. Weil ich habe natürlich bei weitem nicht alle Sets von Anni. Was haben wir hier? Hier haben wir Eulen. Das sind die Frühlingsblüher. Ist Dani, das sind nur hier ist so ein Käfer und so eine Motte. Ja, das könnte man auf alle Fälle noch benutzen. Habe ich da diese Spinne überhaupt gehabt oder habe ich die? Das sind die Meerestiere. Wahrscheinlich hatte ich die gar nicht, aber ich meine, es gibt ein Set mit einer Spinne.
Ja, ich bestelle halt meistens dann eher so blumige, florale Sachen und wahrscheinlich habe ich dieses Set ganz einfach. Ach, da habe ich auch noch mal. Aber nee. Das ist noch mal das Farnset. Da sind nur Fische. Nee, dann habe ich das wohl nicht. Schade. Was ist hier drauf? Mal schnell schauen. Es sind auch irgendwelche Krabbeltiere mit drin, aber wahrscheinlich keine Spinne. Ach, das sind auch so Schmetterlinge und so. Das ist ja, nee. Wüsste jetzt auch gar nicht, bei welchem Set diese Spinne dabei gewesen war. Hier sind lauter so Falter. Ah. Hier ist auch noch mal so Krabbelgetier. Ach, die könnte man doch gut benutzen. Ist es nicht sogar eine Spinne? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber das finde ich ganz cool. Genau. Ja, sehr cool. Dann haben wir ja doch noch ein bisschen Krabbeltiere gefunden. Und ja, wo machen wir die denn jetzt am besten hin? Also einmal machen wir was Fliegendes. Was war da noch mit dabei? Das waren so kleinere, einfach nur so. Nee, ich finde die schon besser. Wir machen einmal den hier. Den machen wir hier so her. Und dann machen wir diese Spinne, von der ich nicht weiß, ob es eine Spinne ist. Hier so her. Und hier unten noch den hier, der ist auch noch. Nee, so Krabbeltiere ist nicht meins. Aber ich finde, zu einer Halloween-Deko passt es richtig gut. Letztes Jahr hatte ich ja die Hexen, wer sich erinnert. Diese grünen Hexen mit diesen giftigen grünen Pilzen, aber. Nee, gefällt mir jetzt richtig gut. Ich glaube, ich mache hier noch so ein bisschen. Ich glaube, ich mache hier noch mal so ein Farn her. So, hier so in die Ecke. Und da könnte doch auch noch was krabbeln. Die hier, die sieht doch auch noch gruselig aus. Oder nee, der hier. Der krabbelt hier so durch. Dieser Käfer. So. Das Papier verzeiht wirklich nichts. Ja gut, ich finde es cool. Diese niedlichen Bärchen passen natürlich nicht so richtig zum Rest, aber gerade das finde ich irgendwie süß.
weil das sind die Kinder, die sich verkleidet haben. Und die quasi hier in dieser unheimlichen Wohngegend, wo diese ganzen Monsterpuppen zum Leben erwachen, gehen diese zwei Kinder rum und wollen Süßigkeiten sammeln. Und plötzlich erwachen diese ganzen Schauergestalten zum Leben und die Kinder holen sich den Schreck ihres Lebens. Ja, so ist das. Die beiden. So. Das ist nämlich die kleine Schwester hier. Und das ist der große Bruder. Und der große Bruder hat gesagt, komm, ich gehe mit dir Süßigkeiten holen. Ja, und dann geraten sie ausgerechnet hier in dieses Viertel. So, und das Mädchen hat jetzt richtig dolle Angst. So, kann man das Rosa überhaupt erkennen? Nicht so wirklich. Ja, also das ist Halloween. Ich finde es eigentlich richtig cool. Also ich muss sagen, Anni, das ist ja eigentlich eine reine Anni-Deko. Also bis auf diese Kerzen hier, die ich irgendwie von irgendeinem Tape habe und diesen Stempel, ist das eine Frau Bieber-Deko. Gewidmet der lieben Anni. Mit ihren fantastischen Stickern, die sie immer wieder rausbringt. Also ich liebe wirklich die Sticker und ich bin froh, dass ich diese Krabbelfiecher hier jetzt noch gefunden habe, weil ich finde einfach, die runden das Ganze jetzt noch so ein bisschen ab. Und ja, irgendwie, ich finde, da fehlt hier jetzt noch was. Oh, komm, wir machen da jetzt hier noch so ein. Ups. Okay. Also das war's jetzt mit diesem Schnipsel und ich glaube, das Paket packen wir im nächsten Schnipsel aus, wenn es ja wieder heller ist. Es ist nämlich jetzt schon ja Viertel nach fünf eigentlich erst, aber es ist halt schon ziemlich düster draußen und ich weiß nicht, ob man in dem künstlichen Licht dann die Tape so gut erkennen kann. Deswegen ja, folgt das Auspacken des Pakets dann im nächsten Schnipsel. Tschüss! Hallo, willkommen zurück. Ein anderer Tag. Das Licht ist nicht wirklich besser, weil es immer noch neblig und nieselig draußen ist. Aber egal, ich glaube, es passt einigermaßen. So sieht die fertige Deko jetzt aus. Ich habe hier noch ein paar so Insekten hingemacht und ja, ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Ich finde die Deko eigentlich wirklich ganz cool. Und das ist jetzt auch gleich die Überleitung. Und zwar hatte auf Instagram der Kanal oder der Account ungeplant aufgerufen, dass man doch mal seine ganzen alten Halloween-Dekos im Laufe der Jahre zeigt. Und ich fand das voll cool und habe mir gedacht, ja, da mache ich mal mit. Und habe jetzt rausgesucht von den letzten Jahren. Und tatsächlich habe ich ganz oft diese Woche gar nicht dekoriert gehabt. Das früheste, was ich jetzt gefunden habe, war tatsächlich diese hier. Und die ist aus dem Jahr, das müsste 2016 gewesen sein, genau hier, Jahresübersicht 2016. Also 2015 war ich ja im, Happy Planner. Das war ja sozusagen mein allererster Kalender, der Happy Planner. Und da gibt es komischerweise keine Halloween-Deko. Also da habe ich nur hier ein Foto eingeklebt. Da habe ich damals noch nicht dekoriert für Halloween. Lustig. Ja,
Also fängt es im Jahr 2016 an, dass ich tatsächlich richtig dekoriert habe für Halloween. Und das war damals diese Deko. Da war ich im Bullet Journal. Und ja, genau, so sieht die aus. Bullet Journal mäßig. Und ja, das hat mir damals wirklich schon echt richtig Spaß gemacht. Auch da habe ich sehr viel gezeichnet damals. Und ja, genau. Also das war meine damalige Halloween-Deko 2016. Als nächstes kommt dann 2017. Da war ich dann im Filofax und da habe ich ja hier nur den Tag dekoriert gehabt. Hier unten dieses kleine Feld, also diesen 31., nicht eine ganze Woche. Genau, und das ja, war eben nur dieses kleine Stück. Dann haben wir hier 2018, da war ich wieder im Bullet Journal und da habe ich ja, die ganze Woche so ein bisschen düster, dunkel gestaltet. Mit dem 31. hier dann mit diesem Schriftzug und diesem Kürbis. Genau, das war 2018. Dann gibt es irgendwie eine ganz große, lange Pause. Also 2019 bis 2022 habe ich keine Halloween-Dekos gefunden. Ich kann das selbst kaum glauben eigentlich. Aber vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt. 2020 und 2021. Kann sein, dass es gerade meine große, ja, Planerflaute war. Die fing ja, glaube ich, im Juli 2020 an, genau, und hörte ja dann hier mit diesem Planer wieder auf. Das war anscheinend dann mein großes Kreativ, wo es auch keine Videos gab und da habe ich anscheinend auch keine Dekos gemacht oder habe ich keine Dekos gemacht. Deswegen geht es hier erst wieder weiter mit 2022 und mit dieser Deko in diesem Jolie-Planner. Genau, und da habe ich die ganze Woche dann passend zu Halloween dekoriert. Und dann kommen wir schon zu der Deko vom letzten Jahr. Da war ich ja im Weeks unterwegs und da habe ich die vorhin schon erwähnten grünen Hexen von London Gifties benutzt. Genau, und das war diese Wochendeko. Und ja, jetzt im direkten Vergleich zu den anderen Dekos muss ich sagen, gefällt mir diese in diesem Jahr echt richtig, richtig gut. Und vielen Dank nochmal, Anni, dass du so tolle Sticker rausgebracht hast. So, das soll es jetzt aber gewesen sein mit Halloween. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich dieses Päckchen jetzt noch auspacke. Das habe ich ja im letzten Schnipsel nicht geschafft. Deswegen machen wir das jetzt. Wie gesagt, ich hoffe, das Licht reicht aus. Es ist jetzt ungefähr 16 Uhr. Früher habe ich es nicht geschafft. Bestellt habe ich ja vorhin, glaube ich, schon erwähnt, bei dem Etsy-Shop Planner Live bei Moonis. Ich verlinke euch den mal in der Infobox. Den Shop gibt es noch nicht so lange, deswegen kennt ihr ihn vielleicht auch nicht. So sieht das jetzt innen aus und ja, die liebe Marina hat diesen Shop gegründet vor nicht allzu langer Zeit und sie hat mir hier auch noch eine ganz liebe Nachricht geschickt, wo sie sich für die Unterstützung bedankt und mir viel Freude wünscht mit den Tapes, voll süß. Vielleicht klebe ich das in den heutigen Tag in meinen Kasten. Ja, und dann packen wir mal aus. Ich habe mir dieses Tape hier bestellt, weil ich genau dieses Mädchen mit diesem, also ich fand, dass die einfach sehr, einen sehr süßen, sympathischen Gesichtsausdruck hat und mit diesem Halloween-Kürbis, das hat mir ziemlich gut gefallen. So, jetzt gucken wir mal.
Und ja, das ist halt so ein Herbsttape. Aber ich fand die Motive alle sehr, sehr schön. Und ich zeige euch die jetzt einfach mal. Das ist ziemlich gut verpackt. So. Die Motive habe ich jetzt so auch noch nicht irgendwo gesehen gehabt. Das finde ich immer ganz schön, wenn das mal was ist, was nicht, also wenn das Dateien sind, die irgendwie nicht jeder benutzt. So, dann fangen wir mal an. Also da sind sowohl ein paar Mädchen mit Schirm drauf, was ich sehr cool finde, eine gemütliche Couch, oh, diese süße Katze. Ich mag die Farben, weil die nicht ganz so grell sind, muss ich sagen. Sehr schöne, ja, gedeckte Herbstfarben. Das Mädchen hier ist auch sehr schön. Oder dieses Fenster. Hier nochmal ein Mädchen mit Schirm. Kann man wirklich gerade auch im Moment sehr gut gebrauchen. Hier so ein bisschen Strickwaren, eine Straße, ein leckerer, ja, keine Ahnung, Pumpkin Spice Latte oder Latte Macchiato oder wie auch immer. Oh, das ist auch süß. Auch sie, finde ich, hat einen sehr netten Gesichtsausdruck. Hier mit Kamin, nochmal mit Schirm. Ist auch schön hier, das Motiv. Also die gefallen mir echt alle total gut. Vor allem eben, weil die Farben, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, dass das Licht ausreicht. Ich finde die Farben halt sehr schön, weil die eben nicht so knallig orange sind. Und fängt das jetzt hier wieder? Nee, bei der Lampe fängt es wieder von vorne an. Hier ist nochmal ein Mädchen mit Schirm. Da ist eben dieses Motiv, was mir so gut gefällt. Ja, hier auch nochmal ein Hauseingang. Und da fängt es jetzt wieder von vorne an. Und der Loop ist also ziemlich, ziemlich lange, wie ihr hier sehen könnt. Also das ist wirklich schon ordentlich. Ich muss mal schauen, steht hier was drauf, wie lang das ist. Also ich nehme mal an, das sind 10 Meter. Ja, finde ich voll cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, das war das erste Tape jetzt. Ich roll das mal ganz geschwind wieder auf. Ich beeil mich. So. Okay, also das war das erste. Dann das nächste ist auch ein Tape, was ich so noch nirgendwo gesehen hatte. Das heißt Sub am See. Also Stand-Up-Paddling, man kann auch sagen Sub am See. Und ich habe ja auch einen Sub. Und ja, in diesem Sommer habe ich es irgendwie nur zweimal, glaube ich, geschafft, tatsächlich. Aber wenn das Wetter schön ist, dann sind wir recht gerne am See. Und deswegen wollte ich dieses Tape gerne haben, auch wenn das jetzt zum aktuellen Wetter natürlich, muss das hier mal kurz abschneiden, nicht mehr so wirklich passt. Ich habe den Sticker jetzt auch zerrissen, aber ist egal. Muss mal schauen. Ach, irgendwie. So, schauen, ob ich das jetzt hier aufbekomme. Es geht ein bisschen schwer aufzumachen. Aber ist nicht schlimm. Kann sich nur um Stunden handeln. So, jetzt habe ich es geschafft. Also ich habe aktuell als Sommertape nur dieses mit dem Meer. Urlaub am Meer. Und deswegen fand ich das hier ganz cool, dass da eben auch noch ein bisschen was mit See dabei ist. Weil am Meer bin ich relativ selten, vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Und am See bin ich aber relativ oft im Sommer. Und ja, ich fand die Motive auch voll schön. Also hier sind eben zwei Leute, ein Pärchen auf den Subs unterwegs. Und hier sitzt ein Mädchen so am See. Das finde ich voll schön, dieses Motiv. Hier ist auch wieder Paddeln angesagt. Hier ist nochmal ein anderes Mädchen am See. So, das könnte ich sein. Hier ist auch so eine coole Ente dabei, zwei Schwäne.
Ja, die finde ich jetzt nicht ganz so schön, diese Schuhe, aber diese Motive hier finde ich auch wieder sehr cool. Vor allem, so sieht es bei uns am See halt auch wirklich aus. Und da freue ich mich schon, dass ich das dann jetzt auch mal, ja, sozusagen gestalten kann. Gefällt mir sehr gut. Der Frosch ist auch süß. Hier eine Libelle noch. Seerosen. Gräser und ganz viele Mädchen auf ihren Boards. Ein Hund, eine Ente. Ja, und da geht es wieder von vorne los. Also, es sind nicht alle Motive jetzt was für mich, aber ich sag mal, die meisten, der überwiegende Teil gefällt mir wirklich richtig gut und ja. Kann ich auch gut gebrauchen. Das war, glaube ich, eins der ersten Tapes, die sie jetzt rausgebracht hatte. Das Herbsttape ist schon von dem neueren Update. So. Und ich brauche mal schnell. Ach, hier habe ich den Klebestreifen. So, dann habe ich mir noch ein drittes Tape bestellt. Das heißt Adventure Time oder so. Ich kann es jetzt gar nicht richtig lesen. Das ist ziemlich klein geschrieben. Ich glaube Adventure Time. Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt ein neueres ist oder ob sie das schon länger im Shop hat. Aber das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Sie hat auch noch viel mehr. Also sie hatte eins zum Thema Spanien, dann hatte sie eins eben zum Thema Bridgerton. Ich glaube, sie hatte auch ein Halloween-Tape, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es waren auf jeden Fall einige Sachen, die ich jetzt so in anderen Shops noch nicht gesehen hatte. Ja, genau, sie hatte noch ein ganzes Tape zum Thema Katzen und ein ganzes Tape zum Thema Hunde. Ich habe mir das Hundetape aber nicht bestellt, weil meine Hunderasse, ich glaube, bei dem Tape nicht dabei war, sondern mehr so größere Hunde. Also es gibt halt einfach unendlich viele Hunderassen und ja, das war jetzt nicht so passend für mich, aber trotz alledem fand ich das Tape sehr, sehr schön. So, und das ist jetzt also so ein Reisetape. Da sieht man jetzt hier ein Hotelzimmer eigentlich mit Blick auf einen Berg. Vielleicht ist es sogar ein Vulkan, weil es hier so raucht. Dann einen Roller, Wasserfälle. Ein Zelt, so ein Jeep, wo man vielleicht eine Safari machen kann. Mädchen, Rucksack, Postkarten oder Fotos. Das ist auch sehr schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Italien oder Kroatien. Ein Koffer, Berge, auch voll genial. Eine Katze, fotografiere ich auch immer gerne unterwegs. Wenn die sich irgendwie so auf warmen Steinen regeln, finde ich auch immer ein schönes Fotomotiv. Ja, Kamerabuch, Rucksack, eine Lok. Und da fängt es wieder von vorne an. Also auch hier finde ich die Motive sehr, sehr schön. Und oh, irgendwas, ja, mit Reisetapes kriegt man mich ja irgendwie immer. Ich habe mittlerweile wirklich schon so viele Reisesachen. Ich muss da langsam mal aufhören, mir Reisetapes und Reisesticker zu kaufen. Aber irgendwie ist das so ein schwacher Punkt bei mir. So, jetzt habe ich hier noch irgendwie eine Goodie Bag. Und da schauen wir jetzt natürlich auch noch rein. Hier ist so ein Tütchen. Ich glaube, ich schneide es auf. Und das sind so kleine Papierchen. Oh, oh Mann,
Das hätte jetzt perfekt gepasst. Vielleicht klebe ich das noch in meine Deko, weil das ist ja hier so eine Spinne. Ich habe ja vorhin verzweifelt eine Spinne gesucht. Und ein Spinnennetz, voll cool. Eine Fledermaus, Herbstblätter. Alles auf Transparentpapier, was ich sehr cool finde. Das ist, glaube ich, ein Mond. Und das ist, glaube ich, auch ein Mond. Also sehr cool. Da muss ich nachher mal gucken, ob ich vielleicht diese drei Sachen noch integrieren kann. Finde ich sehr cool. Kommt wie gerufen. Vielleicht hätte ich doch eher erst das Paket auspacken sollen und dann erst die Deko machen. Ja, weiß man vorher immer nicht. So, was schreibt sie hier? Ein kleines Dankeschön für deine Bestellung. Also das ist die Goodie Bag. Und ach, ich finde das auch voll süß mit dem Hund. Sehr, sehr niedlich. Oh, wow. Und da ist sogar ein kleiner Charme dabei mit einer Katze. Voll süß. Und einem Herz. Voll lieb. Dann einmal ein Kärtchen. Fall in Love. Finde ich auch sehr hübsch, das Mädchen. Sieht auch herbstlich aus. Eine Postkarte von ihr. Also ich glaube, dass es auch ein Motiv von diesem Hundetape ist, von dem ich euch erzählt habe. Voll schön. Sehr süß auch. Ah ja, und da hat sie jetzt Samples beigelegt von ihren anderen Tapes. Und dann kann ich euch jetzt auch sagen, was das für Tapes sind. Also das ist ja natürlich das Katzentape, von dem ich euch erzählt habe. Und ich finde das auch voll schön. Also ich finde, ich mag die Farben. Die sind so ein bisschen natürlich, nicht so grell. Und die Katze ist ja auch voll süß. Also wenn ich eine Katze hätte, würde ich mir definitiv wahrscheinlich dieses Tape bestellen. Genau, dann hat sie noch ein Honigtape. Das ist mir vorhin gar nicht eingefallen. Das ist so mit Honig und Bienen und so. Ja, genau. Also ich glaube, da sind auch Bienenwaben mit dabei und ja, alles zum Thema Honig und Bienen. Ah, da ist es jetzt, habe ich euch ja auch erzählt. Das Bridgerton-Tape mit, ja, jetzt weiß ich die Namen nicht, weil ich die letzte Staffel ist jetzt schon eine Weile her. Eloise, glaube ich, und ach, wie heißt sie? Sie war jetzt in der letzten Staffel die Hauptperson, aber ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Egal. Also, wer Bridgerton schaut, dem sagt das natürlich was und ich feiere die Serie total. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Und dieses Tape werde ich auf alle Fälle aufheben. Beziehungsweise ich habe gesehen, dass man bei der lieben Marina auch Samples bestellen kann. Vielleicht bestelle ich mir einen Loop von dem Bridgerton Tape. Das würde mir, glaube ich, reichen, weil 10 Meter ist mir fast ein bisschen viel. Aber einen so einen Loop könnte ich mir gut vorstellen. Genauso wie hiervon. Das hat das Thema Spanien. Also das ist das Spanien-Tape, ein ganzes Tape nur mit Spanien, mit Flamenco, mit Gebäuden, man sieht ja hier ein bisschen Strand und das ist Barcelona, die Sagrada Familia. Also ich finde das Tape auch richtig cool. Vielleicht bestelle ich mir da auch ein Sample. Dann, das ist jetzt das Hundetape, von dem ich euch erzählt habe. Genau, da geht es da geht es in dem Tape um Adventures with Dog oder so ähnlich. Und die sind eben mit ihren Hunden alle so auf Wandertouren oder halt unterwegs in den Bergen. Und ja, deswegen habe ich mir das Tape nicht bestellt, weil das zu meinem Hund und zu mir nicht so gut passt. Ich habe ja eher einen kleinen Hund und der ist nicht so für große Wandertouren geeignet. Und es sind mehr so größere Hunde auf dem Tape drauf. Deswegen passt es jetzt zu mir persönlich nicht so. Aber ich finde das Motiv, also ich finde das Tape voll schön von den Motiven her. Genau, dann hatte sie noch ein. Wieso habe ich das eigentlich nicht gesehen und mir bestellt? Das ist ein Halloween-Tape. Okay, ich glaube, Marina, ich muss noch mal bestellen. Das hatte ich irgendwie gar nicht gesehen gehabt. Das ist mit so, ja, ein bisschen Halloween-mäßig, ein bisschen gruselig, voll cool. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Habe ich irgendwie nicht gesehen gehabt. Vielleicht war es ausverkauft.
Und hier ist auch noch mal ein Herbsttape. Das habe ich irgendwie auch nicht gesehen. Das ist auch voll schön. Da sitzt sie auf einer Bank und genießt hier ihren Kaffee, glaube ich. Die sitzen am Lagerfeuer und ja, da ist ein bisschen Herbststimmung. Und ich glaube, das Tape hier gehört zusammen, weil so von den Farben her könnte das zusammenpassen. Aber irgendwie, ja, ist auch voll schön mit den Füchsen. Gut, also ich glaube, ich muss da noch mal bestellen. Ich habe das irgendwie nicht gesehen, das auch nicht. Vielleicht gehört das hier mit dazu. Ich weiß es nicht. Aber das finde ich auch voll schön von den Farben her. Gefällt mir auch sehr gut. Ja gut, macht nichts, kann ja noch mal bestellen. Und dann hat sie mir hier noch Sticker beigelegt. Ja, die gibt es anscheinend auch bei ihr im Shop. Hatte ich jetzt auch nicht mehr so im Gedächtnis. Das sind so Papierkreissticker mit Herbstmotiven. Und ja, genau, hier auch noch mal. Voll schön. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Bitte kauft jetzt nicht alle Tapes und lasst mir was von diesen Herbsttapes übrig. Ich verlinke euch den Shop auf jeden Fall in der Infobox. Und ja, also das ist jetzt keine Kooperation oder bezahlte Werbung oder so. Ich habe die Tapes selbst gekauft, aber ich gebe natürlich gerne Tipps von ja, neue Entdeckungen, neuen Shops an euch weiter. Und ich bin immer froh, wenn ein deutscher Shop so coole PET-Tapes verkauft, weil ich sehe es in letzter Zeit einfach nicht so wirklich ein, bei London Gifties zu bestellen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass es ja, einen deutschen Shop gibt, der hier diese Lücke ein bisschen füllt. Und ja, deswegen große Herzensempfehlung für diesen Shop und für Marina. Und das war's jetzt mit diesem Video. Es ist nämlich jetzt schon ziemlich lang geworden. Ich denke, es wird über eine Stunde lang werden und ich kann da auch nicht so viel rauskürzen. Deswegen beenden wir das Video jetzt und wahrscheinlich ist es eh viel zu lang. Und wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Tschüss, macht es euch gemütlich.